rumfahren. Seit 40 Jahren sind wir jetzt unterwegs und immer noch die gleiche Besetzung. Herr Fischer, der Kameramann, Stefan, der Tonmann und ich. Drei Männer im roten Bus auf der Suche nach, ja, was eigentlich? Wissen Sie, wann der kommt, der Bus? Ich glaube 12.50 Uhr. Machen Sie keine Hemmung. Ja, essen Sie. Denken Sie, wir sind gute Verwandte und fertig aus. Ja. Die möchten uns oft gar nicht mehr gehen lassen. Ja? Oder wollen uns besuchen oder mitfahren oder irgendwie sowas. Macht es gut. Wir gehen nur einen Trinken. Ja. Euch interessieren immer die Leute so richtig, denen es eigentlich schlecht geht. Aha. Und die trotzdem positives Mindset haben und lachen können. Mal blöde Frage, wohnst du allein da, oder? Ja. Na klar, wer fit war, ich kein Brot. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich dachte schon, ihr erspart mir das Vergnügen. Ja? Ja. Lang nicht gesehen. 25 Jahre. Wir haben da immer wieder mal Glück, dass wir da jemanden treffen, der eine Botschaft hat. Lieber einfach, aber souverän, weil es reich und gefangen. Jemand, der selber nicht frei ist, wird auch niemand anders frei lassen wollen. Es ist halt auch immer so ein Revue passieren lassen, ne? Wir verstehen uns ja verdammt gut. Er ist zum Beispiel kein Mensch, den man mit Logik überzeugen kann. Ich finde ihn natürlich manchmal total beknackt, beide. Ignorant. Wie lange willst du noch reden? Solange es Spaß macht. Solange ich irgendwie kann, mache ich Filme.